Ja, herzlich willkommen zum Poskis-Track. Wie gesagt, ich halte den Vortrag, eigentlich wäre Felix Kunde hier und kann leider nicht kommen. Das ist sehr schade, weil ich habe eigentlich immer seine fundierten Vorträge sehr geschätzt an der Poskis. Nichtsdestotrotz, also mein Poskis-3-Vortrag ist so eine Kombination aus meinem Vortrag für den letzten Poskis-Day und den Folien von Felix und dem Vortrag vom Poskis-Entwickler Paul Ramsey. Und falls ihr euch die Folien von Felix anschauen wollt, die sind da übers Internet zugänglich. Ja, Poskis 3. Ich erzähle auch generell etwas über Poskis, nicht nur was Neues in Poskis 3. Poskis-Cracks, verzeiht mir diese 15 Minuten. Ja. Also das Poskis-Projekt wurde im Jahr 2000 von der kanadischen Firma Refractions Research gegründet, ist seit 2012 ein Mitglied von OSGEO und ja, die Version 3 ist rausgekommen. Jetzt sehen wir da die Versionsgeschichte 0,1 im Jahre 2001, die Version 1.0 im Jahre 2005, Version 2.0 2012 und jetzt halt im letzten Herbst die Version 3.0. Und aktuell ist die Miner Version 3.0.1. Ich sehe gerade, dass da meine Folien nicht ganz drauf sind. Kann ich das einstellen? F5? Danke. Gut, wenn wir es von den Versionsnummern haben, dann sieht das so aus, also wir haben die Major Version, die Minor Version und die Patch Version. Und Major Version, eine neue bedeutet eigentlich, es gibt Änderungen, die nicht mehr rückwärtskompatibel sind. Also einige Dinge, die in der vorherigen Major Version gegangen sind, gehen nicht mehr und dafür steht auch das 3. Und darum ist es auch so, dass mit der Version 3 gar nicht so wahnsinnig viel neue Funktion gekommen ist, aber es ist halt einige weggegangen oder hat sich geändert. Gut, und die Minor Version, die ist... Da kann es neue Features geben, die aber alle rückwärts kompatibel sind. Und die Patch-Version, die erhöht sich bei einem Bugfix-Release, aber da gibt es dann keine sonstigen Neuerungen. Gut, was ist Poskis? Poskis ist eigentlich PostgreSQL, die Datenbank und GIS dazu. Jetzt, was ist das GIS dabei? Das GIS dabei ist, es gibt räumliche Typen, es gibt einen Geometrietyp. Einen Geography-Typ gibt es auch. Es gibt räumliche Funktionen, die auf diesen Typen arbeiten. Es gibt räumliche Indizes, sodass man schnell schauen kann, welche Objekte in einem Rechteck liegen, ohne dass man alle durchsuchen muss. Dann gibt es noch einige Erweiterungen, die nicht so häufig gebraucht werden, wie jetzt Geometry und Geography, zum Beispiel Rastererweiterung oder auch Topology. Gut, die Poskis-Geometrie, gehe ich mal auf den Geometry-Type ein, das ist, sag mal, der Normalfall. Das implementiert den ISO-SQL-MM-Standard für Geometrien. Da gibt es da diese Geometrietypen und es gibt, was jetzt beim OGC-Standard nicht enthalten ist, es gibt auch Kreisbögen und da diese Compound-Curves, das heißt, ja, die sind meistens in amtlicher Vermessung noch wichtig, zum Beispiel in der Schweiz, weiß nicht, in Deutschland vielleicht auch. Ja, und es gibt auch die Geometry Collection. Alle diese Typen gibt es als XY oder optional auch mit Z und oder M-Koordinate. Dann Poskis hat natürlich Funktionen, um diese Geometrien zu importieren und zu exportieren, und zwar in den Formaten WKB, also binär, WKT, Textformat, als GML oder als JSON. Und jede Geometrie ist auch mit einem Koordinatensystem assoziiert. Der zweite räumliche Typ ist der Geography-Typ. Der unterscheidet sich vom Geometry-Typ insofern, dass die Objekte immer in einem geodätischen Koordinatensystem sind. Es werden keine Kreisbögen unterstützt, leider. Und die Funktionen, es gibt weniger Funktionen, die mit dem Geography-Typ umgehen können. Dafür berücksichtigen diese Funktionen das Ellipsoid, also
ST-Distance berücksichtigt, dann gibt dann zum Beispiel die kürzeste Distanz auf der Kugel halt oder auf dem Ellipsoid und ST-Area auch. Und die Funktionen berücksichtigen auch so Spezialfälle wie Datumsgrenze und Pole, die man sonst gesondert behandeln müsste. Gut, räumliche Funktionen, habe ich schon gesagt, Import, Export. Dann gibt es viele Geometrieoperationen, wo man schauen kann, überlappen sich zwei Geometrien, was ist der Überschneidebereich, Vereinigung und so weiter. Dann räumliche Indizes. Wenn wir eine Karte anschauen, möchten wir nur die Objekte abfragen, die in einem Suchrechteck sind. Und dafür gibt es halt verschiedene Indexes, die dann das halt effizient zurückliefern. Der Standard ist GIST, der GIST-Index, dann gibt es aber auch noch PRIN und SP-GIST. So, gut, kommen wir. Was ist neu in PostGIS 3? Erste Neuerung, die PostGIS-Raster, die sind jetzt in einer separaten Erweiterung, PostGIS-Raster. Also, wenn man Rasterfunktionen haben möchte in PostGIS, da muss man jetzt Alter Extension, da muss man die Extension installieren. Und das Besondere ist jetzt, weil bei PostGIS 2.x war Raster noch keine Extension. Wenn man jetzt also updatet, eine bestehende Datenbank zu 3, dann muss man halt daran denken, dass man noch dieses Select PostGIS Extension Upgrade macht, dass das dann berücksichtigt. Genau, dann in PostGIS 3 gibt es ein neues Geometrieformat. Das Geometrieformat hat sich scheinbar in PostGIS immer geändert mit jeder Major Version. Zuerst ist es schlanker geworden und dann aber nicht mehr, weil die PostGIS-Entwickler haben gemerkt, sie haben nicht genug Platz in der Geometrie, um Metainformationen unterzubringen. Dann wurde es wieder größer und jetzt mit PostGIS 3 wurde das Format wieder kompakter. Was aber anders ist als bei früheren Wechseln der Major Version, ist, dass es jetzt weiterhin möglich ist, auch die alten Geometrieformate zu lesen. Also wenn wir eine Geometrie haben, haben die Datenbank abgedatet auf 3, von 2 auf 3, dann hat PostGIS 3 immer noch die Lesefunktion für die 2.x-Geometrie, muss also die Geometrie dann nicht ändern. Erst wenn sie dann geschrieben wird, in PostGIS 3 wird sie im neuen Format geschrieben. Das ist sehr gut, weil früher musste man immer beim Upgrade, musste man immer Dump Restore machen und jetzt kann man halt dann mit einem sogenannten Soft Upgrade arbeiten. Das ist wesentlich bequemer. Genau, dann gibt es noch einige kleinere Neuerungen. Die räumlichen Funktionen können jetzt mit Geometry Collections umgehen. Habe ich gelesen, hat mich erstaunt, dass es bisher nicht so war, aber ich habe in der Doku gesehen, es war tatsächlich bisher nicht so. STS GeoJSON hat sich verbessert, insofern als wenn man früher, das ist vor allem für die Webentwickler, STS GeoJSON gemacht hat, dann war das eigentlich noch kein gültiges JSON, man musste da noch etwas mit Text, Klammer rundherum und so ein wenig Textverarbeitung machen, bevor man das an eine Software füttern konnte, die wirklich JSON arbeitet. Und das hat sich jetzt geändert. Dann weitere wichtige Neuerung, die jetzt nicht nur an PostGIS 3 liegt, sondern auch an der PostgreSQL-Version, ist, dass es jetzt bessere Unterstützung gibt für parallele Abfragen. Also früher war eine Abfrage, ist in einen Prozess gelaufen, aber konnte jetzt nicht auf mehreren Cores abgearbeitet werden. Da werde ich später noch einige Folien dazu zeigen. Genau, und weitere Neuerungen, PostGIS 3 kann jetzt mit Proj 6 kompiliert und laufen gelassen werden. Proj 6 ist die Bibliothek, die so Projektionen, Koordinatensysteme und so umrechnet. Und da ist eine neue Version im März 2019 herausgekommen. Das hat verschiedene Verbesserungen zufolge. Also bei Proj 4 waren die Datumstransformationen waren schlecht. Also per Default gingen die immer über das WGS84-Ellipsoid. Und man musste dann so mit Parametern tricksen, wenn man da über eine NTV2-Transformation oder etwas anderes machen wollte. Und man musste das auch immer kennen.
Und man muss auch immer die Parameter für seine Projektion wissen. Und zum Beispiel die Kugelsoftware, die muss dann extra eine Projektionsdatenbank haben, weil bei Proi 4 musste man immer den Preußling füttern und konnte nicht sagen, ja, ich möchte für EPSG so und so viel, nach EPSG so und so viel transformieren. Man musste genau einen Parameter kennen. Und das hat sich jetzt geändert. Die Projektionsdatenbank, die ist jetzt in Proi 6 drinnen und Proi 6 versucht auch automatisch, da die beste Transformation von einem System ins andere zu wählen. Und man kann dann wirklich sagen, man muss dann wirklich nur noch die EPSG-Nummern angeben, eigentlich so, wie es sein sollte. Zum Beispiel jetzt in der Schweiz braucht man das häufig, um da vom alten CH03-System ins neue CH95-System zu projizieren. Und da früher musste man da rumtricksen und jetzt geht das eigentlich automatisch, Proi 6 erkennt das. Eine wesentliche Sache von der 3-Version ist ja, dass es einige Dinge nicht mehr gibt, definitionsgemäß. Ich habe mal nachgeschaut, was das ist. Es sind eigentlich wenige Dinge. Das eine ist, PostgreSQL-Versionen unter 9.5 werden nicht mehr unterstützt. Dann auch Geos kleiner als 3.6 wird auch nicht mehr unterstützt. Ja, und dann gibt es noch SDS GeoJSON und SDS KML haben keine Versionsparameter mehr, aber ich glaube, das stört wenige Leute. Gut, dann möchte ich einige Dinge sagen über parallele Abfragen. Habe auch einige Tests gemacht damit. Eben in PostgreSQL-Versionen, die älter sind als 9.6, konnten Abfragen nur in einem Thread ausgeführt werden. Und das hat sich seither geändert. Aber wie immer bei der Datenbank, im Unterschied jetzt zu einer Programmiersprache, weiß man nie recht, was macht die Datenbank. Und was die Datenbank macht, das entscheidet eben dieser Query-Planner, der dann plant und den besten Weg errechnet, wie eine Abfrage ausgeführt werden soll. Und darum ist es nicht immer ganz einfach, Abfragen zu parallelisieren, weil manchmal meint der Query-Planner halt, das sei nicht gut oder wie auch immer. Man kann den Query-Planner etwas gütig stimmen mit diesen drei Variablen. Also Max-Parallel-Workers ist die maximale Anzahl von Cores, die für eine Abfrage verwendet werden können. Und Max-Parallel-Workers per Gather ist die maximale Anzahl, die für ein Teilschritt der Abfrage verwendet werden kann. Ja, und es gilt, je neuer, desto besser, was die Parallelisierung betrifft. Also mit PostgreSQL 12 und PostGIS 3 fährt man eigentlich am besten. Ich habe jetzt da einige Beispiele gemacht. Das erste ST-Buffer auf einer Geometriespalte. Sind jetzt die Grundstücke der Stadt Zürich, die ich da mit 50 Meter gebuffert habe. Denkt man, ja, das ist ideal zum Parallelisieren, muss jedes Objekt durchgegangen werden und im Buffer berechnet werden. Ich habe jetzt mal geschaut, wie das mit PostgreSQL 10, PostGIS 2.4 geht. Vielleicht für diejenigen, die es nicht kennen, es gibt da dieses Explain Analyze in PostgreSQL. Wenn man das schreibt, dann wird ausgegeben, welchen Weg der Query Planner wählt, um die Abfrage zu beantworten. Und man sieht dann auch, ob ein paralleler Plan oder ein sequenzieller Plan halt gewählt wird. Da sehe ich jetzt mit PostgreSQL 10 und PostGIS 2.4 leider nicht parallel und dauert 42 Sekunden. Das gleiche habe ich jetzt mit PostgreSQL 12 und PostGIS 3 gemacht und da sehe ich, der Query Planner sagt, er braucht 2 Cores und die Ausführungszeit hat sich jetzt auch von 42 Sekunden auf 16 Sekunden reduziert. Gut, ja, es mögen noch andere Effekte reinspielen, aber ja. Gut, dann zweites Beispiel, ein Spatial Join, da Daten des Kanton Glarus, Hausadressen und Grundstücke. Wäre eigentlich auch ein idealer Kandidat für eine parallele Ausführung.
Gut, PostgreSQL 10 und PostGIS 2.4. Leider kein Glück gehabt, kein paralleler Queryplan und 406 Millisekunden. PostgreSQL 12 und PostGIS 3.0 habe ich jetzt leider auch Pech gehabt, nicht parallel. Und die Ausführungszeit hat sich sogar leicht erhöht. Gut, habe ich gedacht, gut, vielleicht meint der Queryplaner, das sind zu wenig Daten. Habe das jetzt den gleichen Spatial Join mit den Daten in der Stadt Zürich gemacht, wo es etwas mehr Grundstücke hat als in den Bergen oben. Und da habe ich jetzt keine detaillierte Auswertung mehr, aber ich kann sagen, ich habe da sowohl mit PostgreSQL 10 und PostgreSQL 12 habe ich bei beiden einen parallelen Ausführungsplan erhalten. Genau, jetzt noch eine letzte Folie betreffend Upgrade zu PostGIS 3. Generell gibt es zwei Arten, um abzugraden. Das eine ist der Soft-Upgrade, das andere der Hard-Upgrade. Bei mir hat das jetzt von 2.4.3 auf 3.0 hat der Upgrade bei mir mit Soft-Upgrade funktioniert. Auch da dank der rückwärtskompatiblen Geometrie. Und falls das fehlschlägt, dann muss man halt ein Hard-Upgrade machen und muss die Datenbank dumpen und neu installieren und dann den Dump halt wieder einspielen. Gut, ja, soweit von mir zu PostGIS 3. Ich danke für die Aufmerksamkeit und bin offen für Fragen. Ja, vielen Dank, Marco. Ich bin mir sicher, es gibt viele Fragen. Traut euch, sie zu stellen. Ja. Ja, kannst du sagen, was das kompaktere Speichern grob in Prozent ausmacht? Also wie viel die Geometrien kleiner werden? Das kommt sicher auf den Geometrietyp drauf an. Ich habe jetzt gesehen, also bei einem einzelnen Punkt macht es immer am meisten aus, weil dort halt das Verhältnis Nutzinformation zu Metainformation halt am extremsten ist. Dort habe ich auf einer Folie gesehen, dass mit PostGIS Version unter 1 war ein Punkt 81 Byte groß und dann hat sich das auf 28, im Moment mit PostGIS 3 sind es dann noch 20 Byte. Ja. Und mit PostGIS 2 waren es 28. Aber ich nehme an, wenn es jetzt größere Geometrien sind, wo halt die Nutzinformation größer ist, dort wird es nicht mehr so eine große Rolle spielen. Gut, danke für die Antwort. Gibt es weitere Fragen? Ich komme auch gerne ganz da hinten hin mit dem Mikrofon. Okay, mir war noch, na gut, ich habe mehrere Fragen gehabt. Eine möchte ich vielleicht stellen. Du hattest gesagt, das PostGIS 3 kann die PostGIS 2 Geometrien lesen und schreibt neue PostGIS Geometrien, wenn was geschrieben wird. Funktioniert das dann in einer Geometriespalte oder muss ich da irgendwie dann vorsorgen und habe eine Spalte mit den alten Geometrien zum Lesen und geschrieben wird nur eine zweite Geometriespalte. Weißt du da was zu? Also wie es ganz genau intern funktioniert, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das sogar in der gleichen Geometriespalte funktioniert, aber nicht 100% sicher. Okay. Also dass in der gleichen Geometriespalte PostGIS 2 und PostGIS 3 Geometrie Repräsentationen ja, existieren können. So meinte ich das. Wäre ja für uns als Anwender am bequemsten. Ne? Okay, ihr hattet Zeit für weitere Fragen. Gut, dann komme ich hoch. Sie haben gesagt, die PostgreSQL 12 und die PostGIS 3 würden am besten funktionieren. Können Sie auch sagen, welcher PG-Admin jetzt am besten damit kompatibel ist?
Dazu kann ich nicht so viel sagen. Also ich brauche sowieso noch selber den PG-Admin 3. Welcher jetzt besser kompatibel ist, weiß ich nicht. Also ich habe auch mit PG-Admin 3 relativ gut mit PostGIS 3 und PostgreSQL 12 arbeiten können. Hier kommt noch ein weiterer Beitrag dazu. Genau, das ist jetzt keine Frage, sondern vielleicht ein Zusatz noch zu dem. Also letztendlich würde ich sagen, dass der Weg Richtung PG-Admin 4 jetzt langsam reif ist. Ich benutze den jetzt seit einer Weile und der wird immer besser und wo ich den auf jeden Fall jetzt empfehlen könnte. Und wer jetzt PG-Admin 3 noch langfristig nutzen wird, der wird da wahrscheinlich demnächst dann keine neuen Versionen mehr bekommen und irgendwann in eine Sackgasse laufen. Übrigens, wenn wir von Datenbank-Clients sprechen, muss ich sagen, dass der Database-Manager in QGIS sich auch laufend verbessert und er hat natürlich nicht so viele Funktionen wie PG-Admin, aber vor allem nicht so viele, ja, aber man muss sagen, dass er mittlerweile als Datenbank-Client auch schon sehr gut geeignet ist. Okay, ich gehe langsam runter. Ich würde gerne auch noch meine 2 Cent dazugeben. Ich persönlich bin der Meinung, dass es Datenbank-Clients gibt, die wesentlich besser kompatibel sind als die, die mit den Buchstaben PG beginnen. Also ich benutze beide nicht so gerne und weiche auf andere aus. Also ich persönlich die Beaver, es gibt eine ganze Menge andere, aber da kann man sich auch mal angucken, wenn man nicht so zufrieden ist mit den PG-Admins, die es so gibt. Gut, wir hätten noch Zeit für eine Frage und einen weiteren Kommentar. Wenn ich jetzt niemanden mehr sich melden sehe, dann bedanke mich nochmal bei dir, Marco. Und ihr habt Zeit, den Hörsaal zu wechseln oder natürlich gerne auch hier zu bleiben.